2. Mai 2014, herzlich willkommen zu den Handelssignalen vom Börsenprofi zum Traders Podcast. Meine Damen und Herren, schauen wir uns heute an den Aktienmarkt, klar, nach den letzten 2 Tagen. Wir hatten die FED-Sitzung und die FED-Sitzung war eigentlich wie erwartet eine Nullnummer. Maßnahmen waren genauso, die Kommunikation vor allem war genauso, wie die Märkte das erwartet haben. Deshalb war es eigentlich unspektakulär. Warum ich trotzdem ein bisschen vorsichtig war, ganz einfach, 80% aller Orders kommen heute von Algorithmen, also von automatisierten, computerisierten Systemen. Die sind sehr, sehr häufig sehr gleichgeschaltet. Also im Sinne von, wenn du wegläufst, läufe ich auch weg. Und genau das ist das Problem. Nicht? Wenn einer aus irgendeinem Grund die Orders beginnt zu streichen und die anderen mitziehen, dann haben sie plötzlich leere Orderbücher. Und das bedeutet, dass eigentlich schon der kleinste Verkauf den Markt sehr viele Punkte nach oben, nach unten, in dem Fall nach unten schieben kann. Und deshalb ist es für einen Trader, insbesondere für einen Retail-Anleger, der mit Stoppkursen operiert, möglicherweise mit Stoppkursen, an solchen Tagen empfehle ich, die Stoppkurse nicht mehr auszusetzen. Aber wenn sie mit Stoppkursen operieren, ist es immer schwierig, dann zu überleben. Genau das gleiche gilt natürlich dann, wenn es dann nach oben gehen würde. Da haben sie halt das Problem, sie haben dünne Orderbücher. Und genau das führt zu diesen heftigen Ausschlägen. Und deshalb bei solchen Events immer im Zweifel lieber abschalten oder nichts machen, anstatt hinterher zu laufen. Kommen wir jetzt zum S&P 500. Der hat, wie ja eben schon mal angesprochen, jetzt wenig gemacht bei der FED-Sitzung. Das war der FED-Day, der Tag 1. Mai war gestern. Interessant heute 2 Dinge. Nummer 1, nach wie vor, wir haben eine nach wie vor positive Marktbreite. Diese Magenta-Linie, Sie kennen die aus vielen Berichten von mir, steigt nach wie vor. Wir haben einen ich will jetzt sagen überragenden, aber der ist so okay, der McLellan-Oszillator. Wir haben neue Hochs, neue Tiefs, New Highs, New Lows, auch das geht nach oben. Upside versus Downside-Issues gehen nach oben. Und wir haben heute Chart-Technik, wenn man sich jetzt eher die Technikanalyse anschaut, haben wir ein ganz interessantes Pattern. Das ist nämlich ein Pattern, was ich Ihnen auch schon öfter gezeigt habe, wo ich auch schon mal ein extra Seminar oder Webinar, einen kleinen Podcast drüber gemacht hat. Da geht es nämlich um diesen Blow-Off-Tag. Und dieser Blow-Off-Tag, das sehen Sie hier unten, der ist gestern zustande gekommen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr enge Handelsspanne zwischen Open und Close, was wiederum bedeutet für uns, dass wir auf eine größere Handelsspanne heute warten können. Wenn Sie zum Beispiel den Tag hier mal anschauen, da war auch so ein Tag mit einer sehr, sehr geringen Open-Close-Range. Wir hatten zwar eine große Handelsspanne, aber eine sehr geringe Open-Close-Range. Und das hat dann in den nächsten 2 Tagen dazu geführt, dass der Markt etwas stärker gelaufen ist. Immerhin, wenn man sich das mal anschaut, von der Euro, immerhin 10 Punkte. Ist auch nicht überragend, aber es ist schon okay, 10 Punkte zu gehen. Im S&P sind $587, wie Sie hier sehen, also fast 12 Punkte. Den Tag haben wir heute auch. Ich warte also heute oder morgen, sprich am Montag in den USA, dann einen etwas größeren Ausschlag. Und wenn man sich die Marktbreite anschaut, dann dürfte der Ausschlag eher nach oben sein, also Richtung diesem Hoch, Richtung 1892, 1900 Punkten, als gehen unten. Das zumindest mal sagt die Marktbreite. Schauen wir uns noch kurz den DAX an, denn der DAX sieht natürlich auch interessant aus. Der hat nämlich per gestern Feiertaghandel, natürlich dünner Handel, das muss man natürlich immer mit den 2-3 Körnern Salz sehen, also nicht so jetzt überzeugt sein von diesem Tag gestern, denn viele Marktteilnehmer im Urlaub haben freigemacht. Wir sind aber bis zu dem oberen Rand dieser Abwärtstrendlinie gelaufen und also eigentlich das Maximalkursziel haben wir erreicht und jetzt muss man mal schauen. Ich glaube, wenn der S&P durchmarschieren würde, dann hätten wir wieder Platz bis 9,37, bis zu den Höchstständen 9.800, aber noch ist es nicht so weit und wir sind leicht übergekauft, nicht dramatisch, auch hier haben wir noch ein klein wenig Platz, aber jetzt wird es auf jeden Fall spannend, es wird eigentlich super spannend, denn die Linie hier entscheidet schon drüber, ob der DAX neue Höchststände markiert und dann im Weiteren vielleicht sogar nochmal die 10.000 testet, das ist ganz klar, deshalb ist es jetzt hier eine Make-or-Break-Linie, nicht? Wenn der DAX das schaffen sollte, über die Abwärtstrendlinie hinaus auszubrechen, wunderbar. Aber im Moment wäre ich, zumindest mal bis dieser Fakt eingetreten ist,
etwas vorsichtig. Wenn er es schafft, heute zum Wochenschluss, umso besser. Heute ist Freitag. Heute kommen aber auch, und das sollten Sie auch wissen, 14.30 Uhr US-Arbeitsmarktdaten. Also es bleibt weiter volatil. Nicht vor 14.30 Uhr sich dann auf irgendeine Seite legen. Stichwort Events, Stichwort Algorithmen. Deshalb wird es heute ein spannender Tag. Aber wenn der DAX es schaffen sollte, heute über diese Abwärtstendenz zu schießen, also zu schließen über 9620, dann könnte man noch ein paar freundliche Tage im Mai haben, obwohl die Saisonalität im Mai für die ersten drei Tage zwar positiv ist, aber ansonsten eigentlich nicht so wahnsinnig positiv ist. Sell in May and go away einfach nicht. Also insofern, das sind so die Aussichten für heute. Ganz wichtig heute 14.30 Uhr US-Arbeitsmarktdaten. Ansonsten war es das. Von meiner Seite wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns und sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Herr Gusseibel. Tschüss.